Und dann gucken wir uns noch ein paar Rechenregeln damit an, wie man da beispielsweise Dinge vereinfachen kann. Ja, ganz einfaches Beispiel, dass beispielsweise, wenn ich so ein f habe, eine Funktion, ich lasse jetzt einfach mal immer dieses n weg, diesen Eingabeterm, ja, das f ist sozusagen eine obere Schranke von sich selbst und eine untere Schranke genauso. Jetzt können wir uns mal überlegen, warum das so ist. Einfach, um vielleicht zu erkennen oder um den Umgang mit diesem Groß O noch ein bisschen zu üben. Ich mache das mal am Beispiel hier von dem Groß O. Ja, warum ist das so? Also, was müssen wir jetzt zeigen, wenn ich den Nachweis führen will? F ist in O von F. Das eine F in O von F, das ist das hier vorne, Entschuldigung, das hier. Ja, und das F, ich will nachweisen, dass das in dieser Menge drin ist. Das heißt, ich muss doch jetzt ein C finden. Und ich muss ein N0 finden, sodass genau diese Beziehung hier gilt. Und das sollte uns doch nicht so schwer fallen. Ganz einfach. Oder würden Sie mir da widersprechen? Also wenn ich muss jetzt einfach ein N0 finden und ein C finden. Und das C ist in diesem Fall 1 und das N0 ist auch 1, weil das gilt einfach für alle. Ich könnte auch für N0 27 hinschreiben, tut sich auch nichts. Im Sinne der Definition wäre das genauso gültig. Ja, ich muss nur 1 finden, ein endliches. Ja? Das heißt, diese Bedingung, wenn wir die nachweisen können, wenn wir also ein konkretes N0 angeben können und ein konkretes C, dann gilt genau diese Beziehung. Wie sieht es denn hiermit aus? Auch das wollen wir uns nochmal überlegen. Konstantenregel, also O von F ist das gleiche wie O von C mal F. Jetzt im Sinne einer Mengengleichheit. Das heißt, wenn ich eine Funktion G habe, die in O von F ist, ja, dann ist die auch in O von C mal F und umgekehrt. Auch da müssen wir genau das Gleiche machen. Wir müssen jetzt, jetzt müssen wir ein bisschen mehr tun. Jetzt müssen wir uns nämlich hernehmen, ja, wie geht man da vor, wenn man das mathematisch nachweisen will? Wenn ich nachweisen will, dass zwei Mengen identisch sind. Typischerweise gehe ich so vor, ich nehme mir jetzt ein Element aus der einen Menge her und zeige, dass das auch in der anderen Menge enthalten ist. Und umgekehrt. Das heißt, ich brauche also zwei Richtungen. Also, da fängt man typischerweise so an. Es sei G aus O von F. So, dann werten wir das mal aus, was wir da wissen. Das heißt, es gibt ein N0 aus N und C aus R, sodass Gn kleiner ist als C, C0 nenne ich das mal, C0 mal F von N für alle N größer als N0. Dann gilt aber auch, G von N ist kleiner als C mal C0 mal f von n für alle n. Ja, weil das c war ja gerade so gewählt, c war größer 1. Ja, wir machen hier eine Behauptung und c ist größer 1. Das gilt dann auch. Ja, aber das ist ja gerade die Bedingung. Das ist sozusagen meine neue Konstante. Dieses c mal c0 aus der Definition von dem Groß O. Das heißt, dass g auch aus O von c mal f ist oder gleich. Ja, und die andere Richtung ist analog. Ja, das heißt, auch das gilt. Das heißt, Konstanten können wir aber weglassen. Dann gibt es noch sowas wie die Transitivität. Das heißt, wenn ich ein F habe, was in O von G liegt, und ein G, was in O von H liegt, dann gilt auch, dass F in O von H liegt. Genau das Gleiche halt mit den beiden anderen Schranken auch. Da sparen wir uns jetzt mal die Begründung. Das könnte ich ja vielleicht mal als Übungsaufgabe machen. Wir müssen das mal nachweisen. Dann, und jetzt wird es sozusagen, jetzt nähern wir uns der Abschätzung von Computerprogrammen. Wir machen sozusagen größere Regeln. Jetzt nehmen wir nämlich die Summenregel. Wenn wir zwei Funktionen haben und es gilt, f ist in O von H, g ist in O von H, dann ist auch die Summe in O von H. Und das lässt sich natürlich noch verallgemeinern. Auch das rechnen Sie einfach, stumpf die Definition durch. Ja, und jetzt kommen wir sozusagen zu dem Polynom, was wir eben beispielsweise hatten bei der Laufzeit von Insertion Sort. Auch da hatten wir ein Polynom. Ja, das ist unser Polynom hier. Das ist die Laufzeit. Und uns interessiert nur der dominierende Term, also der höchste Exponent. Ohne Konstanten. Das heißt, wenn wir hier so eine polynomiale Laufzeit haben, am mal n hoch m plus 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 bis a0, uns interessiert nur dieses n hoch m. So, und jetzt fassen wir das quasi zusammen. Das Ergebnis der heutigen Veranstaltung, also Zeitkomplexität eines Programms. Eine einzelne Anweisung, Zuweisung, Eingabe, Ausgabe ist in O von 1. Das heißt, O von 1 heißt konstanter Aufwand, das heißt unabhängig von der Größe der Eingabe. Wenn wir eine endliche Anzahl, eine konstante Anzahl von solchen Operationen haben,
dann ist das immer noch ein O von 1. Egal, ob das K 5, 10 oder 1000 ist. Solange das immer unabhängig von der Größe der Eingabe ist, ist das für uns konstant. Zählt quasi nicht. Die Laufzeit einer Folge von beliebigen Anweisungen wird nach der Summenregel oder Polynomregel abgeschätzt und es dominiert die Anweisung mit der größten Laufzeit. Das heißt, wir gucken uns die ganzen Anweisungen an oder wir gucken uns beispielsweise, wenn wir so eine Schleife haben, summieren wir das im Prinzip auf und uns interessiert eigentlich nur der größte Term. Ja, und dann natürlich den Fall, wenn wir irgendwie Verzweigungen haben oder Unterprogrammaufrufe, ja, dann ist der Aufwand beispielsweise hier bei so einer bedingten Anweisung, der ist in O von 1, es sei denn, da steckt selbst schon ein Funktionsaufruf mit drin. Und also das geht mit ein, Aufwand für die Berechnung des bedingten Ausdrucks und dann natürlich die Laufzeit für den einen und den anderen Fall. Ja, und da nimmt man einfach auch ganz stumpf, es dominiert die Komponente mit der längeren Laufzeit. Das heißt, guckt sich an, wie aufwendig ist der True-Fall, wie aufwendig ist der False-Fall und nimmt das Größere. Ein Algorithmus ohne Schleifen und Rekursion ist in O von 1. Ja, wenn die Laufzeit unabhängig von der Größe der Eingabe ist, ist das immer konstanter Aufwand. Ja, und Schleifen gehen halt mit der Summe der Durchlaufzeiten je Schleifendurchlauf in die Laufzeit ein. Genauso wie wir das bei dem Insertion Sort gemacht haben. Ja, und hier nochmal, das ist nochmal eine andere Tabelle mit Laufzeiten. Also effiziente Algorithmen. Das hier, konstante Laufzeit oder konstante Komplexität, lineare Komplexität, polynomiale Komplexität oder irgendwie sowas aus Polynom und Logarithmus. Nicht effiziente Algorithmen, das sind die mit exponentieller Laufzeit. Ja, also wenn wir hier sowas haben oder hier N-Fakultät beispielsweise.